Wie kann ich noch gleich das wissen werden? Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Will einen Notfall melden, das klappt ja nicht. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Das haben wir ja nicht. Ich will einen Notfall melden, aber da können wir ja nicht groß machen. Nee. Doch, das müsste ja dann mit den... Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Mit den Explosionen zu tun haben. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wir haben Luftballon. Gar nichts. Ja, danke. Kein Problem. Das heißt, den müssten wir doch einfach mit Wasser füllen, denke ich mal. Hier gibt es ja nichts mehr. Eine Uhr brauchen wir auch noch. Bei ihr. Möchte sie davon vielleicht irgendwas haben? Ja gut, die Chilischote, die können wir glaube ich schon mal reinpacken, oder? Die werden wir nicht für irgendwas anderes benutzen. Oder benötigen. Zack, zack und zack hier rein, oder was? Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Aber erst muss ich es noch malen. Ah, okay, du musst die Chilischote malen. Okay, dann machen wir das doch. Da wissen wir ja direkt, wie wir das machen. Und zwar bei Toni. Toni, ich grüße dich. Guck mal hier. Eine ganze Chilischote. Oh, sie ist immer noch am Meditieren? Fehlen noch 2 Zutaten. Ach so, du willst alles zusammen, Kur. Och, Mann. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Bitteschön, ein Umhang. Das würde sie nur noch wütender machen. Meinst du? Was ist denn mit einem Zahnbohrer? Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni hilft, ist ihr Beruhigungsmittel. Kommen wir vielleicht mit dem... Wir könnten mit dem Zahnbohrer vielleicht da rankommen. Aber hier ist ja nichts logisch so wirklich, ne? Geh mal rein. Ja, das ist schon mal gut. Brauchen nicht klingeln. Wir gehen einfach so rein. So, einmal ausprobieren, ob wir die befüllen können mit Wasser. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Okay, das funktioniert also schon mal nicht. Was ist denn... Ja, Moment. Ja, boah, das wird ja nicht schmecken, ne? Das ist ja... Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Nee, das ist richtig. Das musst du wirklich nicht. Okay, geh mal hoch. Und wir müssen noch irgendwie in ihr Zimmer reinkommen, aber da gibt es ja gar keine Möglichkeit, irgendwie was auszulösen. Es hat ja so ein rundes Loch. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ah, geht wohl nicht. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, mit dem Messer wird es auch nicht gehen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Auch nicht, natürlich nicht. Mit dem Dartpfeil wahrscheinlich... Nee, den habe ich gar nicht ausgewählt. So. Hä? Ach, jetzt habe ich ihn weggepackt. Mann! Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Verdammt! Mit dem Richt... Ja, das sage ich auch immer. Verdammt, verdammt, verdammt. Das funktioniert nämlich schon mal nicht. Alles klar. Gehen wir mal gucken, ob hier irgendwas Neues gibt. Ich mitnehmen können. Ach, guck mal hier. Unser Schweißgerät. Nimm das mit. Das brauchen wir bestimmt. Ja? Willst du nicht mitnehmen? Doch, willst du mitnehmen. Ich wusste es doch. Blindgänger, nimm den mit. Haben wir sonst noch irgendwas? Da war doch gerade irgendwas, war doch noch. Jemand ein Stückchen? Ja, nee. Ah, da können wir auch nichts machen. Hier war die Kapsel. Ein Trichter. Trichter ist gut. Ja, dann haben wir doch hier alles. So, die Batterie müssen wir noch ausbauen. Mit dem Handschweißgerät die Batterie ausbauen, ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist.
Wir haben den Blindgänger und wir haben einen Trichter. Mit dem Trichter werden wir wahrscheinlich die Luftballons befüllen können. Weiß gar nicht, ob wir das miteinander kombinieren können. Das muss nicht können. Umgefüllt werden. Nein, muss nicht umgefüllt werden, alles klar. Okay, Rufus, das haben wir schon mal. Wohin gehen wir jetzt? Nee, brauchst du nicht. Ja, genau, geh da hoch. Den Seitenschneider können wir nicht mitnehmen, das ist so schade. Wir müssen irgendwie den Wenzel da wegbekommen. Da. Du möchtest doch bestimmt einen Umhang haben. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Ja, das sieht man, ne? Das sieht man. Aber wir auch gerade nicht. Wir gerade echt auch nicht. So, in den Keller. Vielleicht können wir mit dem Schweißgerät das Rohr durchtrennen. Was? Probier mal aus. Das sitzt auch so schon fest genug. Ja, wir wollen es ja nicht festmachen. Niemals. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Vergesst immer, dass ich das wieder aus der Hand rausnehmen muss. Das geht, jawohl. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nur noch das Wasser anstellen. War schon ein kleiner Drecksack, ne? So, nach oben. Wir können das Wasser nicht anstellen. Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party. Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Das ist das Pulver, das heißt, das müssen wir auch zermahlen, ne? Das, warte mal. Die Wartenummer, ein Rezept. Ist das alles das was ich da reinpacken muss? Das muss nicht gewartet werden. Gedüsch. Reicht das, wenn ich nur oben das anmache? Nee, ich muss das doch durch den Kamin laufen lassen eigentlich. Yeah, da muss ich ja das durch den Kamin laufen lassen. So wird das ja nicht reichen, oder? Ja, wir müssen das in sein Haus reinbekommen. Das heißt, Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Kann ich nicht damit irgendwas... Für Deponia ist der Vorhang schon... Die After... Nein. Das funktioniert auch nicht. Ja, wahrscheinlich werde ich ja den Trichter, den müsste ich dann wahrscheinlich hier reinmachen. Er hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Ich probiere jetzt erstmal aus, ob wir das da reinpappen können. Oder ob wir das für was anderes benötigen. Da ist tatsächlich schwarzes Pulver drin. Aber wie bekomme ich es da raus, ohne mich dabei wieder in die Luft zu sprengen? Ach nee. Bei ihm packen wir ja dann nur das Pulver rein, beim Lorenz da. Irgendwie noch an die Handschellen drankommen? Hier haben wir auch noch das Lachgas-Dingen, ein Feuerlöscher. Können wir mit dem Trichter da irgendwas machen? Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen. Gas auffüllen? Warte mal. Handschweißgerät oder Luftballons? Aber die brauchen wir doch bestimmt fürs Wasser, ne? Nein. Können wir mehrere damit machen? Einer reicht vorerst.
Okay, das ist einfach dann nur Sicherheit oder wie oder was? Nimm den mal. Papp den hier dran. Geht das? Da besteht keine Fluchtgefahr. Verdammt. Okay, super. Jetzt haben wir einen Luftballon. Feuerlöscher. Wofür den Feuerlöscher? Geh mal in die Feuerstation nochmal rein. Nee, nochmal hoch. Muss ja hier auch noch irgendwie rein. Was ist denn hiermit? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Du sollst es hier auch nicht zuschweißen. Ach, Mist. Ja, mach mal runter. Da müssen wir dran. Und da auch noch rein. Ach, da wird er wieder das Gleiche wahrscheinlich sagen, ne? Da kann ich nicht zuschweißen. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Wellengitter. Das sieht aber hier schon zerbrochen aus. Es ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, aber wir müssen ja irgendwas damit machen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nicht, nein, warte, noch einmal nach unten. Warte. Aber nach unten will er aber nicht. Da, so. Ich war auch noch gar nicht da. Die Frage, was passiert, wenn ich da was anderes reinmache? Hier ist nämlich auch noch etwas. Das ist das nämlich im Ärztebereich, was da drin ist. Was auch immer das ist. Vielleicht sind das die Beruhigungsmittel, die wir dann den Toni geben müssen. Das heißt, wir müssen aber irgendwie dieses scheiß Ding offen bekommen. Rutsch mal da runter, mal gucken, wo wir hinkommen. Oh nee. Oh nee. Ja gut, dann kann ich aber trotzdem mal eben damit ausprobieren. Das wird eh nichts, aber nice. Damit kann ich das Gehäuse auch nicht knacken. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen ja auch noch irgendwas mit dem Stier machen, denke ich, oder? Toro! Oder wird das unser Fluchtplan? Er hat nur noch Augen für die Kuh. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Ah, okay. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Nein. Oh. Oh nein, das steht da nicht drauf. Ja, damit bekomme ich das auch nicht hin. Ich muss irgendwie... Macht er denn, wenn ich jetzt den Hebel betätige? Der ist bereits offen. Ah, gar nichts macht er da. Gar nichts. Okay. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wohin. Sollen wir nochmal Toni... Nee, bei Toni brauchen wir auf jeden Fall die Beruhigungsmittel. Bei ihm hier müssen wir das Rohr wahrscheinlich hier drauf bekommen. Und irgendwie muss das gestopft werden. Aber ich habe sonst nichts, was ich hier machen kann. Also, dass ich irgendwas da hinstellen kann oder sonstiges. Wie heißt das Ding denn jetzt nochmal? Den Feuerlöscher, den könnte ich doch hier hinstellen. Das würde das blockieren. Aber wie bekomme ich den da hin? Immer ins Zentrum? Wird es nach unten gehen? Oh, da braucht er wieder endlos lange. Okay, das funktioniert ja auch nicht. Ach.
gerade echt keinen Plan, ne? Ich bin ja sowas von schlecht in solchen Click-Adventures. Wenzel, komm, gib mir deine Nummer. Was gibt es? Und gut ist. Du blockierst die Warteschlange. Ja und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Was denn für ein Dingbum? Ich will mein Erbe zurück. Vergiss es einfach. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Das haben wir ja schon. Wir müssen nur noch irgendwie das Ding klein bekommen. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Ja, dafür brauchen wir die Wünschelrute. Das heißt, das würde jetzt noch keinen Sinn machen. Hast du eine Idee, wo ich belebendes Wasser herbekomme? Energiereiches. Wahrscheinlich müssen wir einmal Wasser unter Strom setzen oder so. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Okay. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Ja, natürlich kannst du das, aber hast wir brauchen die. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Aber dafür brauchen wir ja dann auch wieder irgendwie einen Behälter oder so, um das abzapfen zu können. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Okay, vergiss es. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Ja. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. nee, das haben wir schon. Bis später. Genau.